Wahlteil 2014, Analysis A1. Wir lösen hier einen Teil der Aufgabe A1.1. Gegeben ist die Funktion f mit dem Funktionsterm f von x gleich 10x mal e hoch minus 0,5x. Ihr Graph ist k. In Aufgabenteil c wird Folgendes verlangt. Auf der x-Achse gibt es Intervalle der Länge 3, auf denen die Funktion den Mittelwert 2,2 besitzt. Bestimmen Sie die Grenzen eines solchen Intervalls. Nun hier also die Lösung. Wenn es um Mittelwerte von Funktionswerten geht, dann sollten Sie sich sofort an die entsprechende Integralformel für Mittelwerte erinnern oder Sie schlagen diese in der Formelsammlung nach. Der Mittelwert ist dann nichts anderes als Integral von a bis b fx dx geteilt durch die entsprechende Intervalllänge. In unserem Fall muss also gelten, da wir den Mittelwert ja bereits kennen, dass der Mittelwert 2,2 lautet und es geht um ein Intervall der Länge 3, das heißt hier im Nenner steht die 3, also 1 durch 3, aber die Grenzen des Intervalls kennen wir nicht. Wir wissen, es muss irgendwo an irgendeiner beliebigen Stelle x beginnen und dann, da es 3 Einheiten lang ist, bei x plus 3 enden. Letztendlich haben wir also diese Gleichung sozusagen zu lösen. Für welche x-Werte gilt diese Gleichung? Und um diese Gleichung hier letztendlich zu lösen, geben wir zunächst den Funktionsterm, den von f von x natürlich, bei y1 im GTR ein. Das habe ich Ihnen mal hier bereits vorgegeben. Das ist unser Funktionsterm. Und wir geben bei y2 die rechte Seite von dieser Gleichung hier ein. Wie macht man das? Ich werde hier zunächst mal runtergehen zu y2. Und wir müssen hier das Integral von x bis x plus 3 bilden. Hiermit gehe ich über das Mattmenü und hole mir die Funktion fn int her. Nochmal einen Schritt runter, also hierhin bis zur 9 fn int. Das ist das Integral. Und ich bilde das in den momentan noch unbekannten Grenzen x, Pfeil nach oben, bis x plus 3. Integriert wird unser Funktionsterm, das ist hier die y1-Variable. Ich gehe also hier auf vars, wechsle hier in das y-Variablen-Menü und hole mir die Funktion, die wir unter y1 eingegeben haben. Und das Ganze wird dann eben tatsächlich auch nach x integriert. Okay, ich gehe nochmal zurück zu y1 und werde dort, indem ich die Pfeiltaste nach links drücke, hier das Kästchen, diese Markierung bei dem Gleichheitszeichen entfernen, indem ich nochmal Enter drücke. Denn wenn ich jetzt die Graphen hier gleich zeichnen werde, möchte ich diesen ursprünglichen Funktionsgraphen nicht zeichnen lassen. Gehe nach y3 runter und gebe dort die linke Seite der Gleichung ein, nämlich die 2,2. Und dann muss ich beide Funktionsterme in einem geeigneten Koordinatenausschnitt zeichnen lassen, damit ich die Schnittpunkte dieser beiden Kurven hier sehen kann. Und anschließend kann ich dann mit Second Calc Intersect tatsächlich eine x-Koordinate, gegebenenfalls auch mehrere x-Koordinaten, für den oder für die Schnittpunkte finden. Ich stelle den Koordinatenausschnitt hier über Window nochmal entsprechend ein, von minus 8 bis plus 8 auf der x-Achse und von minus 10 bis plus 10. Das steht hier schon auf der Y-Achse. Wie ich gerade sehe, muss ich natürlich noch dafür sorgen, dass das, was ich hier eingegeben habe, dieses Integral, nochmal hier gemäß dieser Formel hier durch 3 geteilt wird. Das dürfen wir also nicht vergessen. Ich werde jetzt also hier runde Klammern sozusagen drum herum schreiben, indem ich hier in den Insert-Modus gehe, Second Insert. Dann kann ich nämlich Zeichen einfügen, zum Beispiel hier die linke runde Klammer. Ich gehe mal immer weiter nach rechts und füge dann die rechte runde Klammer ein, die schließende Klammer, und teile diesen Ausdruck hier nochmal durch 3.
Den entsprechenden Koordinatenausschnitt habe ich bereits gewählt, von minus 8 bis plus 8, von minus 10 bis plus 10 auf der y-Achse. Und wir können uns die Funktionen y2 und y3 mit Graph einmal zeichnen lassen. Das wird jetzt eine Weile dauern. Okay, der GTR hat hier seine Aufgabe erledigt und wir können jetzt mit Second Calc Intersect, hier die Position 5, den Schnittpunkt dieser beiden Kurven hier bestimmen. Es gibt, wie Sie sehen, sogar zwei Schnittpunkte, einmal an dieser Stelle und einmal an dieser Stelle. Und das ist hier die erste Kurve, ich sage hier Enter. Das hier die zweite Kurve, ich sage hier erneut Enter. Und noch ein drittes Mal Enter, um die Berechnung zu starten. Und Sie sehen, dass dann hier an dieser Stelle die x-Koordinate minus 0,86 etwa herauskommt. Das heißt, das können Sie schon als erste Lösung notieren. Unser Intervall Nummer 1 beginnt an der linken Grenze bei minus 0,86. Und drei Einheiten weiter, weil das Intervall ja drei Einheiten lang sein soll, ist dann bei 2,14. Ja, das ist die rechte Intervallgrenze. Und so bekommen Sie auch das zweite Intervall heraus, Second Calc Intersect, der zweite Schnittpunkt auf der linken Seite 5,5 und drei Einheiten weiter das Intervall Ende 8,5. Das sind dann letztendlich die beiden einzigen Intervalle, die Länge 3 haben, auf denen die Funktion den Mittelwert 2,2 besitzt. Gefragt war ja nach nur einem einzigen Intervall. Das hier hätte schon gereicht.